Hallo, ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was über ein Projekt zu erzählen, wo ich in den letzten zweieinhalb Jahren mit dran gearbeitet habe oder dran arbeite. Genau, aber dazu gleich in den Folien mehr. Einmal ganz kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin Michael, ich bin Softwareentwickler, ich komme aus der Nähe von Osnabrück, ich sage mal Osnabrück, weil das kennen immer mehr Leute als da, wo ich wirklich herkomme. Ich arbeite eigentlich im E-Commerce-Bereich als Webentwickler, das ist auch so das, was mir wirklich Freude bereitet, also mit Browsern zusammenarbeiten. Viele Leute sagen, sobald ein Browser da ist, will ich da nichts mehr zu tun haben. Ich finde das total spannend, so Webtechnik und alles, was da drumherum ist, ist so total mein Ding. Und was ich jetzt seit 2,5 Jahren auch noch mache, neben dem Ding im E-Commerce so über Tag, ist mich für ein Projekt namens EVCC oder daran mitarbeiten. Das heißt primär so aus Freizeitmotivation, wobei sich das jetzt auch in den letzten Monaten ein bisschen sogar schon geändert hat. Genau, ich habe in 2020 ein Buch geschrieben. Mir wurde gesagt, wenn man ein Buch geschrieben hat, dann muss man das immer wieder erwähnen. Damit mache ich das jetzt hier, ich werde da nichts weiter zu erzählen, aber ich habe ein Buch geschrieben, man kann sich das angucken. Und wenn ihr mich im Internet irgendwie finden wollt, findet ihr das mit dem Benutzernamen Naltat. Aber ganz am Ende habe ich auch nochmal einen Link. Genau, aber genug zu mir, mehr zum Projekt oder zum Thema, worum es heute eigentlich gehen soll. Es geht um ein Softwareprojekt, ein Open-Source-Projekt, was EVCC heißt. Da erzähle ich ein bisschen was dazu. Wir kümmern uns um smartes Laden vor allem von Elektroautos, aber man kann damit auch andere Dinge smart laden. Ich erzähle ein bisschen was zur Community. Ich erzähle auch noch mal ein bisschen was zum Thema Finanzierung und so nachhaltige Open-Source-Projektentwicklung, wie man das irgendwie auf die Beine stellen kann oder was für uns gut funktioniert. Und ich gebe ein bisschen Ausblick in, was so die nächsten Themen sind, an denen wir eigentlich arbeiten. Genau, aber zuerst die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Also wie kommt es eigentlich, dass ich jetzt hier gerade stehe und was zu dem Thema überhaupt erzähle? Das muss ja auch irgendeinen Hintergrund haben. Und dazu eine ganz kleine Vorgeschichte. Wir haben 2017, glaube ich, eine PV-Anlage gekriegt. Und was ganz schön ist, ist inzwischen, glaube ich, Standard. Ich habe dann die PV-Anlage auf dem Dach. Was man dann je nach Hersteller auch meistens kriegt, ist irgendwie eine App, in der man sehen kann, was die so produziert, was man so selber verbraucht. Aber man kann halt auch wirklich sehen, was so, also es ist ein neuer Begriff in meine Welt gekommen, der sich Autarkie nennt, wo ich sehen kann, wie viel Prozent des Stroms, den ich so am Tag verbrauche, wie viel davon konnte ich eigentlich selber produzieren. Das ist ein total toller Wert, mit dem man irgendwie, fühlt sich gut an, wenn der Wert hoch ist, macht Spaß, irgendwie diesen Wert zu optimieren. Und das geht nicht nur mir so. Als wir die gekriegt haben, ging das so dem ganzen Haushalt so und genau, relativ schnell fing sowas wie so ein Stromverbrauchstetris an. Man guckt sich diese Kurve an und sieht dann gleich, oh, das da muss die Waschmaschine gewesen sein, das war der Wäschetrockner. Man fängt dann an, Dinge, die früher nachts liefen, einfach dann erst morgens anzustellen oder über Tag laufen zu lassen. Und um so dann das Blau in dieser Statistik quasi, also den Eigenverbrauch zu erhöhen. Das ist sehr schön. Genau, und vor 2,5 Jahren haben wir einen neuen Verbraucher dazu gekriegt, das ist Verbraucher, also ein Elektroauto, und der macht sowas, also der macht eine Spitze, die sehr viel höher ist als das, was wir da eigentlich so in so schönen Tagen an unserem grünen PV-Strom quasi haben. Das heißt, wenn ich den auf 11 kW, also Vollstoff, laden stelle, dann zieht er irgendwie mehr Strom, wie ich eigentlich gerade überhaupt in der Lage wäre, auch nur zu Spitzenzeiten zu produzieren. Das heißt, das ist irgendwie doof, weil dann geht das Spiel nicht mehr. Das heißt, was ich eigentlich haben wollte, ist das da. Also irgendwas, wo ich sagen kann, starte mal erst das Laden, wenn die Sonne scheint, Nummer eins, und lade aber auch bitte nur so schnell, wie auch wirklich Überschussstrom da ist. Also in der Regel muss man das Auto nicht so schnell voll haben, wie es technisch geht, sondern man hat meistens Zeit und genau, der Ladevorgang soll sich da verteilen. Und jetzt die Frage, wie macht man das? Und ich habe mich ein bisschen umgeguckt und geguckt, was so geht, und ich bin so auf so drei Lösungswege gekommen, mehr oder weniger. Das eine ist, man hat so ein Ökosystem, also man kauft alle Bestandteile, die da irgendwie mit eine Rolle spielen, der Wechselrichter, vielleicht auch noch eine Batterie oder so, haben wir nicht, aber dann die Wallbox, kauft man alles vom gleichen Hersteller und dann gibt es wieder diese App, vielleicht sogar die gleiche, und die macht das dann irgendwie für einen, die macht dann, dass das alles irgendwie funktioniert. Hatte ich nicht bei mir. Dann gibt es die Möglichkeit Cloud-Services, das gibt es auch. Also wenn man eine Wallbox hat, die eine Internetverbindung hat, oder Autos hat, die man von der Ferne aus steuern kann, gibt es Online-Services, wo ich irgendwie für einen monatlichen Betrag dem Online-Service sagen kann, hier Zugangsdaten meiner Sachen, meiner PV-Anlage, wie auch immer, mach mal smarte Dinge. Fand ich auch nicht gut.
Und was man dann noch machen kann, ist den Elektriker fragen, was würdest du denn machen? Und der kommt dann mit so einem professionellen Home Energy Management System um die Ecke und dann ist man schnell in einem Bereich, wo man so, keine Ahnung, mehrere tausend Euro ausgeben kann für Softwarelizenzen, für irgendwas, was er einem dann installiert, aber da hatte ich auch nicht so richtig Lust drauf. Das heißt, was ich eigentlich gesucht habe, ist irgendwie eine offene Lösung. Und so richtig gefunden, also ich habe ein bisschen gesucht und ich habe ein relativ junges Projekt damals gefunden, das sich EVCC nennt. Das gab es da schon so ein halbes Jahr oder so. Genau, ich fand das spannend, war ein bisschen mit den Entwicklern in Kontakt und bin dann mehr oder weniger da reingerutscht, so nach dem Motto, das ist total super, du kennst dich mit Frontend-Krams aus und Webtechnik, hast du nicht Bock mitzumachen? Und naja, seitdem bin ich irgendwie dabei und bastel an dem Projekt mit. Genau. Und was macht das? Also wie funktioniert das Ganze? Also EVCC ist eine Software, die bei dir zu Hause läuft. Das heißt, man hat irgendwie einen Ort, wo man das installiert, zeige ich euch auch nochmal. Und das braucht eine Sache, nämlich es muss irgendwie den Hausverbrauch wissen. Es muss wissen, speise ich gerade was ein oder habe ich gerade eigentlich Strom über? Beziehungsweise speise ich was ein oder verbrauche ich gerade zu viel? Also der Wert ist wichtig. Was dann doch super ist, wenn ich sowas wie die Daten der PV-Anlage direkt anzapfen kann, welchen Hausakku habe und den Zustand des Hausakkus kenne, kann ich auch noch weitere Dinge machen. Wenn das Auto in der Lage ist, für eine Schnittstelle mir noch Dinge zu geben, sowas wie den aktuellen Ladestand, können wir noch mehr Dinge tun. Und was wir aber letztendlich machen, ist, wir regeln die Wallbox. Das heißt, ich habe eine Wallbox. Die meisten Wallboxen, die man heute kaufen kann, sind regelbar. Also alle, die in den letzten Jahren gefördert wurden, sind sowieso regelbar, weil das eine Förderbedingung quasi war. Das heißt, es gibt irgendeine Art, irgendeine Drahtverbindung, eine Wireless-Verbindung, was auch immer, mit der man der Wallbox sagen kann, geh an, geh aus oder schalte deine Leistung höher oder runter. Genau, das nutzen wir. Genau, worauf läuft EVCC? Im Prinzip, ich würde sagen, überall. Das Hauptding, wo es installiert wird, ist in der Tat so ein Raspberry Pi oder äquivalent. Viele Leute nutzen das, wenn sie so ein NAS-System zu Hause haben oder irgendwas sowieso schon mit Docker machen, so Zielgruppe Bastler. Wenn man das hat, kann man das einfach darauf mitlaufen lassen, sofern man in der Lage ist, eine Verbindung zu seiner Wallbox von da aus herzustellen. Genau. Wir haben aber auch Binaries für irgendwie Linux, macOS, Windows in den üblichen Paketmanagern, wo man sich das auch installieren kann. Genau, das Grundprinzip ist, dass es irgendwie Hardware, die bei dir selber läuft und die Daten laufen auch alle bei dir, beziehungsweise werden bei dir gesammelt und genau, eine Sache, die mir sehr sympathisch vorkommt, beziehungsweise die ich sehr, sehr schön finde. Genau, wie ist das gebaut? TechStack, der Kern, der Großteil des Systems, die Integration mit den anderen Systemen, komme ich gleich nochmal drauf, die sind alle in Go geschrieben und dann haben wir eine Web-UI, die halt direkt mit ausgeliefert wird, mit dem man das Ganze irgendwie steuern kann. Genau, nochmal zum Thema, worauf läuft das eigentlich alles überall? Ich glaube im letzten Jahr habe ich irgendwie meinen Staubsaugerroboter, der schon irgendwie 5, 6 Jahre alt ist, von seinem chinesischen Cloud-Server befreit und da eine Open-Source-Firmware drauf gemacht, das ist ganz schön. Jetzt telefoniert er nicht mehr nach Hause und ich habe gut Zugriff auf diesen Staubsauger, das heißt, da läuft auch irgendwie ein Linux-artiges System drauf und ich konnte halt ein Binary erzeugen, was auf diesem System läuft. Das heißt, also ich nutze das nicht zu Hause so, ich habe jetzt keinen Staubsauger, der gleichzeitig auch noch meine Wallbox steuert. Aber es hat für einen kurzen Zeitpunkt funktioniert und es ist technisch möglich. Genau. So, jetzt kommen hier die Folien mit den ganz vielen Namen. Ich zeige die nur kurz, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, wir unterstützen super viele Hardware-Dinge, die einem so ein PV-Installateur quasi üblicherweise einrichtet, also Wechselrichter unterschiedlichster Firmen, solange die irgendeine Art von Protokoll hat, was nicht total proprietär und verschlossen und verschlüsselt ist, gibt es da eigentlich in der Regel immer einen Weg, mit dem reden zu können. Genau, das heißt Energiezähler, PV-Anlagen, da kriegen wir irgendwie meistens Daten raus, wenn das da ist. Wallboxen wächst die Liste auch immer länger, also gibt es auch mal wieder neue Firmen, die sagen hier, neue Wallbox, neue Modelle und auch da haben wir ganz viele Integrationen über die letzten beiden Jahre für gebraucht. Was wir auch unterstützen, sind schaltbare Steckdosen. Das heißt, so eine Fritz-Deck-Steckdose oder Tasmota-Steckdose, was auch immer, auch die kann ich darüber steuern. Das heißt, ich kann sagen, wenn Überschuss da ist, mach mal die Steckdose an oder wieder aus. Genau. Und wenn ich dann noch irgendwie ein Fahrzeug habe, was auch eine Online-Schnittstelle hat, ich glaube, inzwischen gibt es sogar Fahrräder, die Online-Schnittstellen haben, dann kann ich auch noch anfangen, damit irgendwie smartere Dinge zu machen, wenn ich den Ladezustand des Fahrzeugs zum Beispiel kenne, weiß, wie viel Puffer ist noch im Akku, wie viel kriege ich da noch rein oder so.
Wobei das hier wirklich alles Online-Schnittstellen sind zu den Fahrzeugen, da gibt es verständlicherweise halt kein Kabel. Es gibt auch noch kein Protokoll, oder doch, es gibt Protokoll, aber noch keine wirkliche Fahrzeug-Wallbox-Kombination, womit man die Daten wirklich über die Kabelverbindung aus der Wallbox rauskriegt. Spezifiziert ist das alles, aber auf dem Markt gibt es da noch nicht so viel. Aber das ist auch nochmal was, für was später spannend wäre für uns. Genau, wenn dann euer Gerät, falls euer Gerät nicht in dieser Liste von Sachen mit dabei war, haben wir auch eine Plugin-Schnittstelle. Das heißt, man kann über HTTP, MQTT, WebSockets, Modbus, Shell, Skripte, damit geht natürlich immer wieder alles, aber auch wir haben eine JavaScript-Runtime drin oder in Go direkt, kann ich Plugins bauen und über diese Plugins dann halt irgendwie was steuern oder ein Plugin bauen, was, keine Ahnung, meine PV-Anlage, mein was auch immer ich da schon im Haus habe, simulieren als Gerät, sodass das halt von EVCC mit verwaltet wird oder das verwendet wird zum Lesen und zum Steuern. Und falls man sich schon ein Smart Home System irgendwie gebaut hat oder zu Hause hat, einen Home Assistant laufen hat oder was auch immer, irgendwas, was mit MQTT oder REST sprechen kann, dann gibt es da auch Plugins oder Integrationen für, wo unser System dann da reindockt. Genau. So, jetzt kommen Screenshots, so sieht das Ganze aus. Wenn ich das auf dem Telefon aufrufe, das heißt, ich habe so einen zweigeteilten Bildschirm, ich habe im oberen Bereich so die aktuelle Energiesituation meines Hauses, in diesem Fall wird irgendwie die Hälfte des Stroms selber gebraucht, die andere Hälfte in Gelb wird eingespeist ins Netz, sieht man ein bisschen an den Icons. Dann habe ich sowas wie einen Lademodus, wo ich sagen kann, okay, Ladepunkt, Wallbox, sei mal aus oder lade mal einfach unsmart, einfach so schnell wie du kannst oder irgendwas Cleveres dazwischen. Ich sehe den Zustand der Wallbox, ich sehe, wie viel wurde schon geladen, wie schnell wird gerade geladen und ich sehe, sofern wir das haben, auch noch Informationen über das Fahrzeug, was halt daran angeschlossen ist und kann da auch noch Sachen machen und regeln. Genau, diesen Stromflussbereich, den oberen Bereich kann ich auch noch ausklappen, wenn ich, keine Ahnung, zwei PV-Anlagen habe, noch eine Balkon-PV dazu, wie auch immer, dann sehe ich das da drin auch noch aufgeschlüsselt und kann mir da auch noch mal ein paar Details rausholen. Genau, das ist die, woher kommt der Strom gerade und wohin geht der Strom. Genau. So, jetzt zweiter Punkt, Thema smartes Laden. Was heißt das eigentlich? Ich habe eben schon ein bisschen was gezeigt. Den Screenshot habe ich auch nochmal wieder da. Heißt das, was ich eigentlich wollte, was mein ursprünglicher Wunsch war, es gibt da diese Kurve, wo unterschiedlich viel Strom eingespeist wird, benutzt einfach die grünen Flächen quasi und lade in der Zeit das Auto. Und das funktioniert, das können wir. Was man jetzt hier bei der Kurve zum Beispiel sieht, da ist irgendwie da fehlt was, ne? Also ist ein grüner Strich drin. Das war wahrscheinlich eine Zeit, wo jemand das Auto abgestöpselt hat, mit dem rumgefahren ist und es danach wieder angestöpselt hat. Das heißt, da in der Zeit haben wir eingespeist, wir haben keinen Speicher zu Hause, das heißt, dann geht das halt nirgendwo anders hin, aber so sieht das dann aus an so perfekten Tagen. Das ist ein Bild, glaube ich, von Mittwoch, das war so ein super unperfekter Tag, da war super sonnig, super bewölkt, super sonnig, also man kennt das, man guckt nach draußen, man denkt, die Welt geht unter und danach ist wieder strahlender Sonnenschein, so ein Tag war das. Auch das geht, das führt dann dazu, dass das Auto halt so sehr stark in der Leistungsaufnahme quasi schwankt oder teilweise auch mal für eine Stunde aus ist und danach wieder anspringt, aber auch das geht. Genau, und auch hier sieht man, da ist jetzt ganz wenig Grün über, ne? Das allermeiste, was wir produziert haben, haben wir wirklich an diesem Tag auch noch eingespeist. Das war vorgestern, da ist die eine Hälfte super, die andere Hälfte ist dann nicht mehr super. Das ist dann der Punkt, wenn das Auto voll ist, dann geht halt nichts mehr irgendwo hin und dann sieht das so aus. Genau, aber jetzt nochmal zu so Funktionen, die wir realisieren können, wenn wir so eine Autoschnittstelle zum Beispiel haben. Also wenn wir wissen, wie voll ist das Fahrzeug oder wie viel Luft ist noch im Fahrzeug quasi. Dazu brauchen wir eine Online-Schnittstelle zum Fahrzeug und wir müssen natürlich Infos über das Fahrzeug haben, wie groß ist der Akku, solche Sachen. Und wir haben einmal die Funktion, dass wir so ein Ladelimit definieren können und sagen können, lad das Auto nie mehr als 90%. Bei dem Auto, was wir haben, kann das auch die App des Herstellers, aber ich habe mir sagen lassen, dass nicht alle Autohersteller das mit den Apps so gut raus haben und selbst wenn sie eine App haben, das teilweise doch sehr viel komfortabler ist, es darüber zu machen, als über die App des Herstellers, weil die unzuverlässig ist oder was auch immer. Das heißt, das ist ein Feature, was in der Tat sehr, sehr regelmäßig genutzt wird. Und noch ein anderes Feature, das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man so in den dunkleren Jahreszeiten im Winter unterwegs ist, aber auch wenn man von einer längeren Reise wieder da ist. Keine Ahnung, gesetzt den Fall, ich komm aus dem Urlaub wieder zurück, mein Auto ist auf 5% runter, ich habe das jetzt auf der Auffahrt stehen und ich kann das jetzt um 5% da stehen lassen und am nächsten Tag dann warten, bis die Sonne wieder aufgeht.
Ein Hersteller sagt aber eigentlich, wenn du ein Auto länger stehen lässt, dann guck mal, dass du so einen Mindestladestand von 10% oder von 25% oder irgendwie sowas hast. Auch das kann man einstellen. Das heißt, wir können in der Logik sagen, okay, wenn ein Auto verbunden wird und es ist unter 25%, kann ich pro Fahrzeug eingeben, dann lad das mal schnell bis zu diesem Punkt hoch, sodass man auch so eine Mindestreichweite vielleicht auch sichergestellt hat. Wenn dann doch mal irgendwie Notfall ist, dann habe ich zumindest noch so ein Minimum da drin. Und wenn dann die Sonne scheint, dann darfst du weitermachen mit Überschussenergie, aber in dem unteren Bereich nimm auch Netzstrom. Hauptsache, wir haben diesen Mindeststand erreicht. Das ist ein total nettes Feature eigentlich. Genau, wenn man einen Hausakku hat, kann man da auch noch Regeln drauf machen. Das heißt, so ein Klassiker ist, Hausakku hat sich über den Tag gefüllt, ich komm wieder, stecke das Auto daran an, ich möchte, dass viel Energie aus dem Hausakku vielleicht auch wirklich ins Auto geht. Aber vielleicht möchte ich nicht, dass das da alles reingeht, weil ich will noch durch die Nacht kommen, ohne über Nacht mit meinem Hausstromverbrauch, den ich üblicherweise so habe, irgendwie nochmal wieder aus dem Netz ziehen zu müssen. Das heißt, ich kann definieren, hier jetzt in dem Beispiel, keine Ahnung, bei 35%, also alles, was oberhalb von 35% im Hausakku ist, darfst du fürs Autoladen verwenden. Und darunter stell lieber das Auto aus, als dass du den Hausakku halt komplett leer ziehst. Genau. Weitere Funktionen, sowas wie ein Ladelog, das heißt, für die, wenn man Statistiken, Auswertungen mag, dann schreiben wir das auch irgendwie in eine lokale Datenbank weg. Man kann das auch als CSV exportieren. Ich habe mir sagen lassen, dass es für Arbeitgeber und Dienstwagen total praktisch ist, das so irgendwie am Monatsende rauslassen zu können. Genau, sowas geht auch. Was wir jetzt in einer der nächsten Versionen einführen, ist, dass wir da dann auch wirklich Preise haben, also dass ich sehen kann, was hat mich der Ladevorgang gekostet, was ist so mein durchschnittlicher Kilowattstundenpreis mit Einspeisevergütung gegen Einkaufspreis, gegen was auch immer gegengerechnet. Oder ich kann sehen, wie viel Prozent meiner Ladevorgänge für ein Fahrzeug zum Beispiel, wie viel wirklich aus Eigenstrom kommt. Genau. Das war jetzt Thema Sonne laden. Gibt aber auch, habe ich ja schon gesagt, es gibt leider auch diesen Winter und da ist die PV-Anlage zwar da und ab und an wacht die auch auf, aber in der Regel kommt da nicht so viel raus im Winter, dass man da irgendwie sinnvolle Dinge mitmachen kann, was so Elektroautoladen angeht. Und deswegen haben wir uns das Thema, wie kann man eigentlich smart aus dem Netz laden, haben da noch mal ein bisschen was gemacht, beziehungsweise in den letzten Monaten da auch noch eine ganze Menge neue Funktionen rausgebracht. Das ist eine Seite, vielleicht hat die der eine oder andere schon mal gesehen, das ist ein Anbieter, der heißt Electricity Maps, die machen so Visualisierungen von Stromproduktion, CO2-Ausstoß, Anteil Erneuerbaren, wie auch immer, so weltweit, also für ganz viele Länder auf der Welt haben sie irgendwie Daten, wo sie wissen, zu welchem Zeitpunkt wie viel Kohle verstromt wurde, wie viele Atomkraftwerke liefen oder wie viele Erneuerbare im Netz quasi waren. Und die machen auch einen Forecast, das heißt, da kann man auch nachfragen für die nächsten 24 Stunden, was schätzt ihr denn, wie grün der Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi ist. Und mit den Daten, wenn man die hat, kann man natürlich arbeiten. Und erste Reaktion ist immer, ja, ich habe aber einen Ökostromtarif, ich habe sowieso 0 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und das steht auch immer auf der Rechnung drauf. Das ist bilanziell natürlich richtig, aber wenn gerade kein erneuerbarer Strom da ist, ich stecke mein Auto an und lade das mit voller Geschwindigkeit, dann muss der Strom halt irgendwo herkommen. Da kommt er nicht von dem Windrad, da kommt er bilanziell am Monatsjahresende von dem Windrad, aber de facto wird dann einfach mehr Kohle verbrannt oder irgendwas anderes gemacht, was zu der Zeit möglich ist. Genau. Anderer Anbieter, der hat regionalere Daten, grünstromindex.de ist die Seite, die kann man auch einfach irgendwie im Browser aufrufen, kann da eine Postleitzahl eingeben und ein Datum auswählen, also für die nächsten 4 Tage machen die, glaube ich, einen Forecast. Das ist jetzt für Augsburg für den 1. Mai. Von der Lesart sieht man hier, die berechnen einen Grünstromindex und der Wert 100 heißt, okay, perfekt, super, super sauberer Strom, der gerade aus der Steckdose kommt bei euch. Oder ein niedriger Wert heißt, okay, der Strom ist an der Stelle relativ braun. Das heißt, wenn man solche Statistiken hat, kann man auch überlegen, okay, wenn ich mein Auto laden würde, würde ich es wahrscheinlich eher in den grünen Stunden machen und eher nicht in den schwarzen Stunden. Genau. Und das kann man machen, das hat dann aber eher so aus idealistischer Sicht, ist das eine gute Geschichte, Sachen aufgrund von dieser Basis zu machen. Und wenn das der Computer für einen macht, dann ist es sowieso clever, weil man muss sich da nicht wirklich drum kümmern, sondern es nur einmal einrichten. Wo das für viele Leute noch viel spannender wird, ist, wenn sich das am Monatsende nachher dann auch wirklich auf der Rechnung bemerkbar macht. Und da gibt es gerade verstärkt so Bewegungen Richtung dynamischer Strompreis. Smart Meter ist irgendwie ein Thema, was in Deutschland irgendwie vorangebracht und dann wieder zurück und jetzt wie auch immer. Also da gibt es ein Hin und Her. Nichtsdestotrotz ist es relativ sicher, was kommen wird oder was auch verstärkt kommen wird.
Genau, da, also wir haben jetzt aktuell in Deutschland zwei Anbieter integriert, einmal Avatar und einmal Tibber. Seit Mitte der Woche bin ich sogar auch Tibber-Kunde und kann jetzt so First-Hand Dog-Fooding-Style gucken, wie gut unser System da irgendwie drauf optimiert. Aber vom Prinzip läuft das so. Ähnlich wie die Grünstromdaten, die wir da eben hatten, gibt es da einen Forecast bei den Anbietern. Das heißt, für die nächsten 24 Stunden weiß ich in der Regel, wie so mein Strompreis aussieht. Der ändert sich dann auch nicht mehr, wenn sie das einmal rausgegeben, veröffentlicht haben. Und aufgrund der Daten kann ich dann halt Entscheidungen treffen. Und genauso wie bei den CO2-Daten oder bei den Grünstromdaten, die wir eben hatten, kann ich halt sagen, gut, wenn er besonders günstig ist, keine Ahnung, dann lade ich das Auto halt mittags oder morgen Nacht um 4, weil der Strom da so absurd günstig ist, das wäre irgendwie Quatsch, den nicht ins Auto zu laden, selbst wenn am nächsten Tag die Sonne scheinen würde. Genau. Und da gibt's, das ist jetzt ein Screenshot aus unserer UI. Auf der linken Seite sieht man so einen Dialog, wo man, das ist jetzt der CO2-Fall, ich habe keinen dynamischen Stromtarif, sondern kenne einfach nur so die CO2-Daten und kann dann sagen, okay, wenn der Strom unterhalb von, was habe ich denn jetzt gerade, 600 Gramm CO2-Äquivalent, Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde ist, was auch immer, dann schalte einfach die Wallbox durch. Dann schalte die frei und sage, okay, alles, was da gerade dran hängt, darf so viel Strom ziehen, wie es mag. Ich kriege unten eine Vorschau und sehe, okay, das würde irgendwie in den nächsten 42 Stunden werden 15 Stunden davon betroffen. Das heißt, da wäre die Wallbox dann einfach an. Oder wenn ich einen dynamischen Stromtarif habe mit Preisen, kann ich das halt auch mit einer Preiskomponente sagen. Wenn es unterhalb von 27 Cent pro Kilowattstunde, 20 Cent ist, wie auch immer, dann erlaub einfach das Laden. Genau. Wenn wir dann noch Fahrzeugdaten haben, geht das noch eine Nummer cooler. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, morgen oder heute Abend 22 Uhr möchte ich irgendwo hin und machen wir das Auto bitte zu dem Zeitpunkt auf 90% voll. Das heißt, ich gebe ihm eine Zielzeit, sage ihm, wie voll das sein soll. Das System kann dann errechnen, wie viel Strom brauche ich, wie viele Stunden müsste die Wallbox quasi an sein oder wie viele Minuten in der Praxis. Die Balken sind hier nur auf Stundenebene visualisiert. Und das System plant dann halt, was die beste Zeit ist, um dann wirklich aus dem Netz zu laden. Wenn dann vorher noch die Sonne aufgeht und noch irgendwie Sonnenstrom dazukommt, ist das umso besser. Dann brauchen wir das später weniger aus dem Netz ziehen, aber das ist dann, genau, das ist da dann die Regellogik. Genau, das war so einmal Rundumschlag von den, es gibt auch noch mehr Funktionen, aber von den coolen Funktionen, die ich hier einmal zeigen wollte. Von den Anbietern sieht man auf der rechten Seite. Wir haben auch Leute aus UK, aus Estland, aus was auch immer, die auch dynamische Stromtarife haben und so. Das heißt, da gibt es auch Implementierungen für noch mehr Anbieter. Ich kann auch, wenn ich einen manuellen Zeittarif noch aus historischen Gründen habe, wobei es gibt, glaube ich, deutschsprachige oder generell gibt es Länder, die noch so Hochtieftarife haben oder alte Tarife, wie auch immer, kann ich das auch einstellen. Kann ich auch manuell einfach sagen, ja, zwischen da und da ist der Strom günstig und auch dann würde es in dieser automatischen Ladeplanung mit berücksichtigt werden. Genau. So, jetzt ein bisschen was zur Community, zu dem Projekt an sich. Also der Hauptteil unserer Arbeit findet in der Tat auf GitHub statt. Also wir nutzen GitHub für ganz viele Dinge. Ich habe gestern noch mal so ein paar grobe Zahlen rausgesucht. Irgendwie 1.500 Issues wurden in den letzten zweieinhalb Jahren bearbeitet. Lustigerweise sogar noch mehr PRs geschlossen, als wir Issues hatten, was total praktisch, das heißt praktisch, also ohne das würde das gar nicht funktionieren, was wir da gerade machen. Wir haben super viele User, die einfach aktiv daran teilnehmen und sagen, hier neues Release, in der Kombination an Hardware, die wir gerade haben, geht jetzt irgendwas nicht mehr, könnt ihr euch das mal angucken. Und in der Regel führt das dann dazu, dass wir wirklich in so einen Dialog mit den Leuten gehen müssen, weil niemand von uns hat diese ganzen Fahrzeuge auf der Auffahrt stehen oder mehrere Wechselrichter zu Hause. Also man kann sich das vorstellen, wie komplex das ist, wenn diese ganzen Dinge alle miteinander spielen sollen. Und das funktioniert total super. Also wir haben viele Leute, die sich dann auch wirklich in ihre eigene Technik reingraben, selbst dann im Manual nachgucken und sehen, ah, da gibt es noch einen Edge Case, den ihr nicht bedacht hattet, können wir da noch was machen und so. Und das ist total schön. Das heißt, da tauchen auch dann, also User, die viel mitlesen, aber wenn dann so ein spezielles Thema ist, taucht dann auf einmal so ein Experte auf, der sagt, jo, da kenne ich mich total mit aus, kann ich auch mal ganz kurz erzählen, was ihr da falsch macht, wie das eigentlich funktioniert. Und das ist eine total nette Erfahrung, wie das funktioniert. Und ganz viele der Sachen, der Funktionen, die wir eben auch schon gesehen haben, entstehen halt so aus GitHub-Discussions, wo dann über bestimmte Sachen, was macht man eigentlich im Winter, was kann man da für Dinge tun, die einfach da aus der Community kommen, wo Leute Ideen haben, wo man diese Ideen dann nochmal wieder probiert, so Prototypen zu bauen. Genau, und das ist total schön. Eine Idee, die, ich glaube, im
November, Dezember kam die irgendwie, war so das Thema Übersetzung. Übersetzungslogik an sich hatten wir schon. Wir hatten irgendwie Deutsch und Englisch. Und meistens, wenn wir ein Feature gebaut haben, haben wir das in Deutsch und Englisch dann auch irgendwie schon mit übersetzt. Und das war okay. Aber jemand sagte, ich benutze irgendwie auf der Arbeit irgendwie so ein Tool, das nennt sich irgendwie Weblate. Für Open-Source-Projekte ist das kostenlos. Wollt ihr das nicht mal probieren? Haben wir dann gemacht. Und ich war skeptisch am Anfang, aber wir hatten innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, hatten wir super viele Übersetzungen von Leuten, die einfach, keine Ahnung, fließend Italienisch sprechen oder in Estland wohnen oder was auch immer, die sagen, jo, kein Problem, ich kann zwar kein Go, ich weiß nicht, was UJS ist, aber in so einer Web-UI irgendwie so einen englischen Key in Deutschen übersetzen, vor allem, wenn ich noch einen Screenshot dazu sehen kann, das kann ich, und immer wenn wir neue Feature dazu bauen, sieht man dann auch, wie schnell dann diese Übersetzungen in der Tat dann nachgezogen werden. Und das ist ein total tolles Tool, und ich war sehr positiv überrascht davon, wie gut das angenommen wurde. Genau, das heißt, aktuell haben wir 19 Sprachen. Aber genau, wenn euch eine fehlt, kann man super da übersetzen. Bei uns technisch läuft das dann als so ein Pull-Request auf, also es ist so ein Perma-Pull-Request, der quasi immer offen ist, wo wir sehen können, was sich so in der Zwischenzeit angesammelt oder geupdatet hat, und die bearbeiten wir dann in regelmäßigen Abständen. Genau, weiteres Community-Thema. Wir haben so eine Opt-in-Funktion, wo wir sagen, man kann so Metriken an einen zentralen Server von uns schicken. Wir sammeln da keine Daten auf Zeit oder so, wir bilden da Summen und Aggregate, und was wir auf unserer Webseite dann anzeigen, ist zum Beispiel so eine kombinierte Ladeleistung aller EVCC-User, die dieses Opt-in-Häkchen halt gesetzt haben. Das ist, glaube ich, vorgestern habe ich das, glaube ich, gemacht. Da sieht man, da wird irgendwie ein Megawatt Strom gerade über, was sind das, 240 aktive Instanzen, wird aktuell 1,03 Megawatt irgendwie geladen. Der allergrößte Teil, ja, das war mittags gemacht, kommt aus eigenem Strom, eigens produziertem Strom quasi. Und das Feature haben wir seit Oktober live und, keine Ahnung, eine halbe Gigawattstunde. Ich kann das mal mit nichts vergleichen, weil das so große Zahlen sind, die ich nicht im Alltag irgendwie habe. Aber es fühlt sich an wie sehr viel Sonnenstrom, der irgendwie so durch unser System vermittelt wurde, in Anführungszeichen. Genau, wir speichern auf unserem Server keine irgendwie so Zeitverläufe und bilden keine Profile oder sowas. Aber das, was ich mal hier gemacht habe auf dem Server bei mir, ist, dass diese API, die auch die Webseite halt anzeigt, diese öffentlichen Daten, die man da sehen kann, dass ich die einfach regelmäßig abfrage. Und ich habe das mal geplottet, das sind jetzt die letzten 9 Tage. Und da kann ich so im Tagesverlauf ganz gut erkennen, was waren sonnige Tage. Ne? Also man sieht da, wie viele Leute die Höhe ist auch hier wieder die Leistung, das heißt, ich habe da irgendwie Megawattstunden an Strom quasi, und wenn es grün ist, dann ist es selbstproduzierter Strom, und wenn es schwarz ist, dann ist es irgendwie Strom aus dem Netz. Und das ist total lustig, das einfach zu sehen, wie so die Armee in Anführungszeichen an EVCC-Instanzen dann so bei Sonnenaufgang aufwacht und anfängt, irgendwie Autos zu laden oder Geräte zu laden, und dann abends sich dann irgendwie wieder ausschaltet. Oder wenn der Tag nicht so sonnig war, abends vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen weitermacht. Also bei den nicht so hohen Hügeln sieht man, dass da noch so ein bisschen so eine schwarze Schleppe hinterherkommt, wahrscheinlich, weil Leute dann doch noch ein bisschen mehr Strom brauchen, als sie über den Tag gekriegt haben. Aber total schön zu sehen, was das so für einen Effekt hat, was man da irgendwie so baut. Genau, hier nochmal so ein paar Screenshots von Leuten, die irgendwie Sachen bei uns auf GitHub geteilt haben oder irgendwo anders veröffentlicht haben, selber Open-Source-Projekte veröffentlicht haben, die sich so in dem Dunstkreis bewegen, das heißt, sich ein E-Paper-Display genommen haben und da so eine minimalistische UI oder teilweise auch UI mit Funktionen und Buttons sich gebaut haben, um irgendwie im Flur nochmal kurz über so einen Shortcut auf den Button drücken zu können, um ein Verhalten zu verändern. Es gibt jemanden, der hat sich für seine Apple Watch eine Uhr gebaut, sodass er sagt, er will beim Skifahren irgendwie sehen können, ob er gerade Strom produziert oder nicht. Und das hat er hingekriegt, und die App kann man sich irgendwie kostenlos runterladen. Ich habe mir bei mir im Büro das EVCC-Blitz-Logo als so ein RGB-LED-Neon-Strip gebaut, der irgendwie den Zustand meines Hausstroms da irgendwie visualisiert oder anzeigt, wie voll mein Auto gerade ist. Man kann lustige Dinge machen, weil die Daten sind irgendwie da, die Schnittstellen sind offen. Jemand hat sich so ein Pixel-Display gebaut, was da irgendwie durchetabliert. Genau, das ist einfach schön zu sehen, was Leute sich dann daraus machen. Was wir auch angefangen haben, ist, dass wir Leute, die das Projekt unterstützen, dass wir gesagt haben, es ist toll, dass ihr das Projekt unterstützt, aber wir würden euch gerne irgendwas zurückgeben, wenn ihr Bock auf Sticker habt. Nicht alle Leute haben Bock auf Sticker, aber viele Leute haben Bock auf Sticker. Hier ist ein Formular, ihr könnt eure Adresse eingeben, wir schicken euch einen Brief, wir packen da Sticker rein, und dann habt ihr irgendwas, was ihr auf Dinge kleben könnt. Und da hat irgendjemand gesagt, das ist total toll, ich mag die Sticker auch, und hat so eine GitHub-Discussion aufgemacht und Leute aufgefordert, hier, postet doch mal Bilder von den Geräten, die ihr so bestickert habt. Und ich habe da jetzt gestern mal ein paar ausgewählt.
Wallboxen, Schaltschränke, was auch immer, wo einfach Leute einen Kleber drauf gemacht haben und wo wir ein bisschen, bisschen sehen, wo das Ganze herkommt. Auch teilweise aus Ländern, die wie nicht Deutschland, nicht deutschsprachig sind, also auch Einsendungen von weiter weg, beziehungsweise auch Stickersendungen nach weiter weg. Genau. Genau, Sponsoring habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt Leute, die uns finanziell unterstützen. Das ist ein Projekt, da ist super viel Energie reingeflossen und zumindest ich habe noch super viele Ideen für Sachen, die da auch noch reinfließen müssen, damit das irgendwie noch geiler wird. Und es ist aber was natürlich Zeit kostet und wo sich Leute darum kümmern müssen und Leute auch am Ball bleiben müssen. Und das ist für die meisten Menschen in der Tat schwierig, neben Beruf und was auch immer, sowas mit konstant und langfristiger Motivation dann auch weiterzumachen. Das heißt, sowas wie eine Finanzierung ist ein Thema, mit dem wir uns dann irgendwann halt auseinandergesetzt haben, in welcher Form das eigentlich passieren kann. Ich habe gerade schon ein paar Mal wir gesagt. Was ist wir? Also die Community ist groß im GitHub-Repo. Man kann ja sehen, wer da committed hat und so. Ich glaube, es sind mehr als 100 Leute, die irgendwas zu EVCC, zum Main-Repo. Es gibt auch noch Sudoku-Nebenrepos, wo Leute Dinge tun. Aber im Main-Repo haben mehr als 100 Leute was committed. Aber so das Kernteam, wir haben viele Sachen am Code auch gemacht, aber sind so die Leute, die am längsten mit dabei sind, beziehungsweise sich dann auch in bestimmten Bereichen auskennen, sind irgendwie Andi, der das Projekt damals gebaut hat. Er kommt aus der Energiewirtschaft irgendwie vom Hintergrund, das heißt, kennt sich da mit diesen Dingen aus. Dann gibt es irgendwie Uli, der ist, so, ich weiß nicht, ob er Elektriker ist, aber also ein Datenblatt von der Wallbox mit irgendeinem On-Off-Signal, Puls, was auch. Also das schreckt ihn alles nicht, Datenblätter lesen ist voll sein Ding. Das ist, also bei mir hört es auf, wenn HTTP verlassen wird. Genau, und ich kümmere mich eher dann so um das, was man dann nachher sieht, wo Leute mit Kontakt haben. Und was ich total schön an unserem Dreier-Team, also Kernteam, wie auch immer, finde, ist, dass wir so ein bisschen, also wir sind sehr unterschiedlich, teilweise in dem, wie wir Dinge sehen, aber vor allem auch in den Sachen, die wir können, und habe auch das Gefühl, wir ergänzen uns da sehr schön. Ich habe jetzt hier der Begriff viel letztens mal irgendwann, dass wir so unterschiedliche Superkräfte haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle total toll sind im Bereich und toller als andere, aber eher im Sinne von, wir haben Sachen, die uns ergänzen und die machen, dass das eigentlich in Summe ganz gut funktioniert, was ganz schön ist. Genau, das heißt, wir haben in der Runde so, treffen wir uns monatlich, also das Treffen nicht in Person, aber irgendwie telefonieren zusammen, diskutieren dann Sachen, die eher so ein bisschen größer sind, die man nicht in so einem Issue irgendwie diskutieren kann oder wo man einfach eine Entscheidung treffen muss, die irgendwie unangenehm ist, aber wo man sagen muss, okay, wir gehen jetzt links rum oder wir machen das Thema jetzt nicht, weil wir wollen uns fokussieren auf X zum Beispiel. Solche Sachen treffen wir, Entscheidungen treffen wir an der Stelle da. Aber was wir auch als ein bisschen dann unsere Verantwortung sehen, ist, dann sich um Moderation kümmern, um auch wenn jemand eine Idee hat, einen Merge-Request gemacht hat, da dann auch wirklich die Aufmerksamkeit reinzustecken, die ordentlich zu reviewen. Aber auch den Kram, den man üblicherweise nicht machen will, ne? So Hausmeisterei-Sachen, irgendwelche Softwarepakete updaten, geht meistens auch. Aber man kann sich ja vorstellen, was alles so anfällt an so einem Projekt, was getan werden muss, damit das irgendwie funktioniert. Genau. Plus sowas wie, ist was Schönes, einen Vortrag halten auf meiner Konferenz, irgendwie sowas wie Sticker verschicken, das mache ich total gerne. Genau, das sind so die Dinge, die bei uns anfallen. Genau, wenn man auf unserer Webseite nach unten scrollt, sieht man das. Das heißt, wir haben da so einen Bereich Sponsoren. Wir haben einmal so eine Designagentur, das ist eine bekannte Agentur von mir. Das heißt, mit denen spiegel ich immer mal wieder so ein bisschen Ideen. Wenn wir Logo brauchen, Icons brauchen, dann sind die meistens zur Stelle und unterstützen da kostenlos das Projekt. Das ist total gut. Wir haben, ich glaube, 4 aktuell Wallbox-Hersteller, die auf uns zugekommen sind, mit denen wir so ein eher partnerschaftlicheres Verhältnis haben. Es sind kleinere Firmen, aber die bauen Wallboxes und sagen, wir hätten gerne, dass unsere Wallbox-PV-Überschussladen durch EVCC gut unterstützt wird. Was braucht ihr da? Da haben wir meistens technische Kontakte. Und die geben auch einen monatlichen Betrag, mit dem das Projekt dann halt wirklich unterstützt wird. Aber größter Part von wie wir eigentlich möchten, dass Sponsoring funktioniert, beziehungsweise wie das auch wirklich funktioniert, ist halt, dass wir sagen, dass wir finden es gut, wenn das durch User passiert. Also durch Leute, die das Ganze nutzen, die EVCC nutzen, um ihren eigenen Ladevorgang zu optimieren. Die, in der Regel hat man da auch einen finanziellen Vorteil durch, wenn man das macht. Aber es geht uns mehr darum, dass wir das auf eine breite Basis stellen und nicht, keine Ahnung, ein SMA kommt und sagt, hier wäre super, wenn ihr das zertifizierte SMA-Projekt werdet und wir dann irgendwie das machen, was sie sich da vorstellen. Da hätten wir nicht so viel Bock drauf. Genau. Heißt, technisch lösen wir das über GitHub Sponsoring. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal benutzt habt oder gesehen habt. Das kann man, wenn man ein GitHub-Profil-User hat, wie auch immer, kann man das aktivieren. Ich glaube, man muss es sogar beantragen, aber es ist relativ einfach. Das heißt, es ist eine Funktion in GitHub, wo GitHub User Geld spenden können an Organisationen oder an andere User.
Genau, das ist für uns ganz praktisch, weil die nehmen keine Gebühr. Das heißt, wenn jemand 2 Dollar im Monat uns gibt, dann kommen wir uns auch wirklich 2 Dollar im Monat an und die Kreditkartengebühren, was dazwischen ist, das bezahlt scheinbar Microsoft, also für uns total super. Ich glaube, früher haben sie sogar auch mal den Betrag verdoppelt, also das Gleiche nochmal oben drauf gelegt, das haben sie immer sein gelassen. Genau, aber die Tatsache, dass sie keine Gebühren nehmen, ist schon total super und eröffnet für uns auch nochmal eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Und das Ganze ist für uns auch relativ einfach zu handeln, die haben eben eine schöne API, man merkt, dass das was ist, was von Entwicklern gebaut wurde. Genau. So, und jetzt die Frage, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Also am Anfang war das so, dass uns immer mal wieder so unregelmäßig Leute gesagt haben, hier, ich würde euch gerne mal 5 € im Monat überweisen über GitHub Sponsoring. Danke, dass ihr das weitermacht. Danke, dass ihr das macht und macht bitte weiter so. Und wir haben aber irgendwann, wir haben mehrere Effekte, die dazu geführt haben, aber irgendwann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns dann ein formales Modell rausmachen. Lass uns sagen, wenn du eine Wallbox verwendest, die eine kommerzielle Wallbox quasi ist, da unten kommt gleich nochmal, welche Wallboxen wir davon ausgenommen haben, dann möchten wir, dass du ein aktiver Sponsor von dem Projekt bist. Wir haben dann noch diese Wallboxen mit gutem Karma, das sind so Open Hardware Wallboxen, davon gibt es zum Glück ein paar, oder Wallboxen, die sehr bastlerfreundlich sind, oder so einfache Sachen wie einfach eine smarte Steckdose, die man an- und ausschalten kann, oder wenn ich mir über Plugins irgendwie meine eigene Integration zu irgendwas gebaut habe, dann ist das auch nichts, wo wir sagen, dass, da möchten wir jetzt irgendwie Geld davon haben. Oder wenn der Hersteller, wir hatten eben diese 4 Firmen, die wir auf der Webseite haben, wenn wir wirklich aktiven Support vom Hersteller kriegen, dann sagen wir auch, okay, eure Wallboxen sind dann einfach free for all quasi. Für alles andere, wenn du eine Wallbox betreiben willst, die nicht diesen Kriterien entspricht, dann geht das nur, wenn man, also das Mindestsponsoring, was wir über GitHub Sponsoring machen können, sind 2 Dollar im Monat. Das ist da auch der Mindestpreis, den wir da wählen. Und wir haben inzwischen auch eine Einmaloption, wo man sagen kann, naja, auf monatliche Abos habe ich keinen Bock, aber ich würde euch gerne einmal einen Betrag überweisen und danach würde ich das gerne verwenden. Genau, das haben wir aktuell umgesetzt und das funktioniert für uns auch total gut. Die Software an sich ist trotzdem noch vollständig offen, das heißt auch diese kommerziellen Implementierungen kann man alle lesen, ich kann mir auch die lokalen Bild bauen, wo dann einfach diese Sponsor-Token-Abfrage raus ist, auch das würde funktionieren, wir verhindern das nicht, wir haben da jetzt keinen DRM oder Quatsch eingebaut, aber das Signal, was wir senden wollen, ist, das ist ein Projekt, was aktive Unterstützung braucht, damit es weiterentwickelt werden kann und bei den allermeisten Leuten wird das positiv angenommen. Was wir auch schon hatten in den Anfangszeiten, ist, dass es so Redistribution gab, das heißt Leute, Firmen, wie auch immer, haben gesagt, ah ja, tolle Software, wir verpacken das, wir shippen irgendwie eine Hardware, wir machen oben das Logo durch ein anderes Logo, ist ja Open Source, dürfen wir ja tun, wir verkaufen das und dann schlagen bei uns im Forum Leute auf, die sagen, ah, da geht was nicht, könnt ihr das mal fixen und naja, fühlt sich komisch an, deswegen haben wir gesagt, lass uns lieber ein formales Modell machen, wie wir das eigentlich gerne hätten. Genau, wie funktioniert das Ganze für uns? Habe ich gerade schon gesagt, die meisten Leute reagieren da positiv drauf. Natürlich hat man auch immer Leute, die sagen, ihr sagt, ihr seid ein Open-Source-Projekt, ihr wollt jetzt irgendwie Geld für bestimmte Sachen haben, das fühlt sich total doof an, das möchte ich gerne nicht. Das ist auch total okay. Es gibt immer den Weg zu sagen, okay, forken, selber irgendwas bauen. Das ist so, aber in der Regel haben wir das Gefühl, das kommt gut an und die meisten Leute verstehen, was wir da vorhaben und warum wir das so möchten. Was eine Hürde ist auf jeden Fall, ist, aktuell ist es so, dass man sein Setup nicht mal ausprobieren kann, wenn man kein Sponsoring hat. Das ist was, an dem wir auf jeden Fall arbeiten wollen werden, dass wir sagen, okay, für einen bestimmten Zeitraum muss das Ganze auch irgendwie ohne gehen und danach fragen wir vielleicht das erste Mal danach. Genau, aber das Ganze verschafft uns halt auch Planungssicherheit. Das heißt, wir wissen, wir haben ein Budget, mit dem wir im Monat arbeiten können. Ich habe eben schon gesagt, ich bin eigentlich bei Tag arbeite ich für was anderes im E-Commerce-Bereich, wobei ich jetzt seit Anfang März angefangen habe, nur noch 4 Tage das zu tun und einen Tag vollständig für das Projekt arbeiten zu können. Das fühlt sich total, total super an, ne? Gerade weil das was ist, was dann wirklich durch Nutzer ermöglicht ist, die sagen, okay, ich finde das gut, mach das weiter und dann wirklich zu sagen, man kann da auch wirklich mehr Zeit reinstecken, muss da nicht seine Freizeit, Familie, was auch immer dafür opfern, ist eine total super Geschichte. Genau, und mein Hauptpunkt ist, dass wir dadurch halt auch so das Alignment von Interessen irgendwie auf der korrekten Seite haben. Das heißt, wir kriegen Geld von den Leuten, für die wir auch quasi die Funktionen bauen. Wir haben nicht so ein Investor-Szenario, der irgendwie, keine Ahnung, wir wollen jetzt hohe Nutzerzahlen, ist mir egal, wie ihr das macht oder sowas. Das ist halt nichts, was, also wenn man in der Community fragt, wünscht sich das niemand. Das ist ja auch schön. Genau, ganz kurz von der Zeit. Ah, ich bin gar nicht so schlecht in der Zeit. Was steht noch so als nächstes auf der Roadmap? Ich habe jetzt mal 4 Themen da drauf gepackt, die Roadmap an sich, also wir haben keine formale Roadmap, aber so die Themen, die uns umtreiben, wo man merkt, okay, das kommt immer wieder, die ist noch länger, aber so die Hauptthemen, also der Dauerbrenner ist einfachere Ersteinrichtung, die Einrichtung bei uns ist relativ,
Also wenn man nicht wenn man technisch versiert ist, kriegt man das meistens hin. Wenn man nicht technisch versiert ist, dann sagen wir, okay, du brauchst, musst irgendwas in der Shell ausführen, das ist für viele Leute schon ein bisschen merkwürdig. Dann fällt dann nachher eine YAML-Datei raus. Wenn das alles funktioniert, brauchst du mit der nichts tun. Wenn das nicht funktioniert, musst du die YAML-Datei angucken und da irgendwie Parameter und Werte anpassen, Escaping richtig machen. Wenn der Passwort mit einer Null anfängt, dann muss er noch Anführungszeichen rum. Also komische Dinge, die passieren, wenn man Leute in Config-Dateien steckt. Da müssen wir auf jeden Fall eine Web-UI machen. Das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das leider vorstellen würde, aber das ist unser Dauerbrenner-Thema Nummer 1. Zweites Thema, ich hatte eben diese Bilder, wo so die halbe Sonnenkurve richtig gut war und danach fiel das irgendwie ab und wir haben angefangen, was einzuspeisen. Das geht ganz vielen Leuten so und die sagen, hier, ich habe aber einen Wasserspeicher, ich habe eine Wärmepumpe, könnt ihr nicht die jetzt anschmeißen und sagen, okay, Auto ist voll, jetzt bitte Wärme erzeugen, sodass ich irgendwie weniger Gas verheizen muss oder irgendwie sowas. Das heißt, Integration mit Wärmeerzeugungssystemen ist definitiv etwas, was sich ganz oft gewünscht wird aktuell, wo wir schon so ein paar Proof of Concepts haben. Genau, da werden wir ein bisschen was tun. Dann so kleinere Setups, habe ich ja schon gesagt, so Balkon-PV plus schaltbare Steckdose plus irgendwie ein E-Bike oder sowas, das geht heute schon. Wir haben allerdings vom Fokus die letzten beiden Jahre wirklich gesagt, lass uns den Elektroauto mit Sonnenüberschussladen-Fokus, lass uns das in den Mittelpunkt stellen. Das führt dazu, dass an ganz vielen Stellen etwas ein Fahrzeug ist, obwohl es, keine Ahnung, gar kein Fahrzeug ist, sondern ein Werkzeugakku oder irgendwie sowas, der da irgendwie geladen werden soll. Und genau, da werden wir in den nächsten Releases wahrscheinlich noch ein bisschen was optimieren, dass so kleinere Setups nicht irgendwie als Wallbox und Fahrzeug abgebildet werden müssen, sondern wir da auch in der UI und aber auch in der Konfiguration dann bessere Metaphern finden, um das irgendwie angenehmer zu machen, um da auch sowas zu unterstützen. Genau, und so ein Thema, was ich immer total gerne mag und sich auch immer wieder gewünscht wird, ist irgendwie mehr Visualisierung, besser Visualisierung. Wir haben jetzt dieses Ladelog, was ihr eben gesehen habt, da kann man total coole Jahresauswertungen rausmachen, wenn wir dann die Datengrundlage erstmal haben. Sowas steht bestimmt auch noch an. Genau, und dann würde ich sagen, danke bis hierhin, wenn ihr was über das Projekt erfahren wollt, EVCC.io, von da aus ist irgendwie alles mögliche verlinkt, wenn ihr irgendwie mit mir in Kontakt treten wollt, ich bin jetzt gleich noch hier, ich bin auch noch bis noch, keine Ahnung, mindestens eine Stunde hier, bis wir dann wieder in den Norden fahren, genau, und sonst auf der Webseite, darüber findet ihr auch Kanäle, Kontaktmöglichkeiten und dann könnt ihr mich erreichen. Smarten Laden und fachlich ist mit Endanwender klar, man möchte unter dieser Energiekurve bleiben, um den Strom ins Auto zu kriegen. Was heißt es dann technisch? Macht ihr an, aus? Könnte der Wallbox sagen, jetzt mit so viel Kilowatt für so lang laden? Was habt ihr da für Zeitintervalle? Was macht euer Laden smart? Ja, genau. Also die Wallbox-Steuerung, das funktioniert bei fast allen Wallboxen ziemlich gleich. Zumindest wenn man so in der klassischen Welt ist. Es gibt auch diese neuen Protokolle, von denen ich gesprochen habe. Da gibt es Protokolle für, aber da gibt es keine wenig Implementierung in der freien Wildbahn. Aber die meisten Wallboxen sind so, dass man denen sagen kann, sei an, sei aus. Also das, was du gerade gesagt hast, so binär. Man kann aber auch sagen, die maximale Ladeleistung, die du gerade dem Auto anbieten darfst, ist 11 kW, 4 kW, was auch immer. Also man gibt das dann nicht in kW an, sondern in Ampere. Man sagt, wie viel Strom dann da durchfließen darf. Dann gibt es auch noch so Themen wie ja einphasig oder zweiphasig. Es gibt Wallboxen, die irgendwie zwischen einphasig und zweiphasig umschalten können. Auch das unterstützen wir irgendwie. Aber vom Prinzip, wir können der Wallbox sagen, was die maximale Leistung ist, die sie anbieten darf dem Fahrzeug. Und das tun wir dann. Und wir regeln das. Unser Standardregelzyklus, man kann das konfigurieren, anpassen. Standardmäßig machen wir das alle 10 Sekunden. In der Regel ist das so, dass wenn die Wallbox das Signal kriegt und das dann dem Auto weitergibt und bis das Auto dann reagiert hat, vergeht sehr viel mehr Zeit als 10 Sekunden. Aber 10 Sekunden ist der Takt, in dem wir regeln und da drunter zu gehen, macht in der Regel relativ wenig Sinn. Aber genau, das ist so der Modus, mit dem wir da arbeiten. Die Wallbox, die ich zu Hause habe, ist zum Beispiel eine, die nur einen Cloud-Zugang hat. Das heißt, wir schicken ein Signal ins Internet an deren Server, die schickt dann ein Signal über teilweise Mobilfunk an meine Wallbox zurück. Da ist die Latenz sehr viel höher und da sind auch Serverausfälle, irgendwie komische Dinge, aber wie auch immer. Vom Prinzip ist es aber immer das Gleiche. Wir sagen, das ist die gewünschte Leistung und dann gibt es irgendwie einen Weg, der Wallbox sagt, so machen wir das jetzt. Haben wir da schon Langzeiterfahrung, wie gut das funktioniert, wenn ihr so, sagen wir mal, schnell regeln könnt? Vertragen das die Akkus gut oder ist das denn gar nicht? Also das wäre jetzt der Part, wo ich jetzt gerne Uli hier so aus dem Hut zaubern würde, der sich damit auskennt. Also das, was die Autos in der Regel problemfrei abkönnen, ist so die Leistung, die zu variieren. Wenn man viel on-off macht, also wirklich sagen würde, eine Minute an, eine Minute aus, eine Minute an, dann habe ich halt wirklich physische Sachen, also wirklich so fette Magnetschalter, die irgendwie an und aus und an und aus gehen. Und da habe ich dann irgendwie irgendwann sowas, dass so Komponenten dann auch, wenn ich das täglich mache, über längeren Zeitraum, dass die dann vielleicht auch abnutzen.
abnutzen oder schneller abnutzen können, als der Hersteller sich das vorgestellt hat. Aber auch da gibt es dann Config-Settings, wo man sagt, okay, selbst wenn jetzt gerade die Sonne irgendwie hinter der Wolke verschwunden ist, warte nochmal 10 Minuten, bevor du jetzt wirklich die Wallbox ganz ausdrehst, und wenn die Sonne dann nicht wiedergekommen ist, dann machen wir sie wirklich aus, aber da kann ich mit Thresholds oder sowas arbeiten, um das nicht zu oft zu machen. Es gibt auch Fahrzeuge, ich glaube, die Zoe ist so ein Kandidat, wenn man bei der ein, zweimal Strom an, Strom ausgemacht hat, dann sagt die Wallbox scheint nicht zuverlässig zu sein, ich rede nie wieder mit der, bis man da hingeht und das Kabel selber rauszieht und wieder reinsteckt und dann spielt sie wieder mit. Das heißt, da haben wir auch Modi für, wo man sagen kann, okay, das Auto bitte konstant laden mit der minimalen Leistung. Wenn mehr da ist, gibt der bitte mehr, aber ja, das sind also Dinge, die man dann lernt. Aber das geht. Noch mehr Fragen? Ja? Wie kompliziert ist es mit den Schnittstellen zu den ganzen Fahrzeugen? Weil ich meine, ist das alles verfügbar? Kommt man da ran? Das ist ein super leidiges Thema. Also ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir überhaupt Hersteller unterstützen, die sagen, es gibt hier so eine Hardware, die man so aus Community-Dingens da Sicht ansteuern darf. In der Regel sind die ganzen Schnittstellen alles reverse-engineerte Dinge, wo sich jemand angeguckt hat, was macht meine Smartphone-App eigentlich, und das, was die kann, kann ich auch. Und dann muss er vielleicht noch irgendwie Secret rausholen. Also da gibt es die wildesten Sachen. Es gibt teilweise Sachen, wo wir alle halbe Jahr so Schlüssel austauschen müssen bei uns in der Konfiguration, weil dann der Hersteller den verändert hat. Genau, das ist, also Fahrzeugintegration ist ätzend, weil wir das nachpflegen müssen. Bei unserem Auto war das gestern Mittag, als wir losgefahren sind, so, dass irgendwie Kommunikation mit dem Server nicht mehr ging, weil Tesla gesagt hat, ah ja, wir schalten jetzt irgendwie API-Endpunkte ab, und die gingen dann nicht mehr. Und das war jetzt kein Problem, für mich jetzt nicht, aber das ist aktuell, ich weiß nicht, ob das schon wieder gefixt ist, ich habe jetzt noch nicht wieder reingeguckt, hoffentlich ist das wieder heile, aber das ist was, wo man kontinuierlich hinterherlaufen muss, weil die Hersteller das in der Regel nicht offiziell supporten, aber es meistens geht. Was es auch gibt, sind Hersteller, ich habe das von Mercedes oder sowas gehört, die sagen, jo, wir bieten euch eine Schnittstelle an, wenn ihr irgendwie eine Firma seid, dann könnt ihr uns mit unserer Flotte reden, aber wir wollen dann bitte Betrag X von euch im Monat haben, was so Business-to-Business-Sachen sind, im Sinne von, ihr kriegt unsere Flotte, kriegt da Zugriff drauf, und dann machen wir aber einen Vertrag mit euch. Das sind natürlich Sachen, die mit so einem Open-Source-Projekt nicht funktionieren, ne? Also wer ist da der Vertragspartner, geht irgendwie nicht. Genau. Können wir auch mehrere Wallboxen pro Installation legen und immer nur eine? Ja, nee, das geht auch. Ich weiß nicht, auf ein paar Screenshots waren, glaube ich, sogar auch zwei nebeneinander. Aber genau, die UI unterstützt es, das System unterstützt es. Ich habe eben gestern irgendwie ein Issue gesehen, wo irgendein Installateur so 20 Wallboxen irgendwie untereinander hatte. Auch das geht, das können wir, da spricht eigentlich nichts gegen. Und dieses Regeln, gucken, wer kriegt wie viel Strom, das ist auch, also jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie CPU-intensiv oder sowas ist, ne? Also Kommunikation dann vielleicht noch, wenn man dann mehrere Signale rausschicken muss, aber das ist unproblematisch. Ich glaube, da hinten war zuerst. Ja, also bis jetzt hatten wir das in der Tat noch nicht, dass irgendjemand gesagt hat, hier, eure Software macht komische Dinge. Wir hatten einen Wallbox-Hersteller, also die Wallbox, die ich zu Hause habe, wo wir diesen Cloud-Dienst haben, da hatten wir schon Dinge, dass mein Raspberry Pi deren Cloud ausgeschaltet hat, im Sinne von, wir hatten da so ein Beta-Feature was ausprobiert, so ein Loop, wo wir in einer Sekunde mehrfach Signale geschickt haben, wo dann irgendwann deren Authentifizierungsserver gesagt hat, das ist irgendwie alles doof. Merkwürdig, dass man das mit einem so einem Ding, egal, er sagt was über deren Cloud-Software-Qualität, also wir haben ab und an Kontakt mit so Herstellern, aber das ist nichts, wo wir jetzt irgendwie so Signale kriegen im Sinne von, oh, ihr macht aber ganz böse Dinge. Ich könnte die Bedenken mal von diesem, was passiert mit dem Auto beim Laden, runterregeln, ausräumen. Also wenn Sie AC laden, dann ist es so, dass quasi die Wallbox einfach nur die Leitungen durchschaltet und das Ladegerät ist im Fahrzeug drin. Also die Wallbox sagt nur dem Fahrzeug, ey, du darfst jetzt höchstens 60% der angegebenen Strommenge quasi nutzen. Also einfach 10 Ampere oder 6 Ampere oder sowas. Das heißt, im Prinzip muss man sich da eigentlich keine Sorgen machen, weil das Fahrzeug entscheidet das selbst, muss nicht die Wallbox. Die gibt schon den Wunsch vor ans Fahrzeug. Welche Version vom Raspberry Pi sollte man Minimum haben? Das ist eine gute Frage, aber mit zu Hause läuft das auf einem Docker-System. Ich glaube, dass das aber auch auf einem Zero läuft. Also die Hardware-Anforderungen, also ich weiß nicht, was dieser Staubsaugerroboter für eine CPU hat, aber definitiv eine ganz miese. Also die Hardware-Anforderungen sind gering an der Stelle. Meistens ist es eine Frage von Anschlüssen, ne? Also wenn ich irgendwie per USB noch einen seriellen Adapter anschließen will, dann ist der Zero vielleicht so, dass man da eher mit so Adapterketten arbeiten muss. Das ist wahrscheinlich eher ausschlaggebend, aber so ein CPU da, so ein RAM-Limit haben wir in der Regel eigentlich nicht. Wir haben Binary, das ist
ist 50 Megabyte groß, vor allem, weil da Icons und Bilder und sowas mit drin sind, aber genau. Ich glaube, da hinten war zuerst. Da sind eigentlich zusätzliche Feature an der Wallbox gegenüber einiger Schnellkosten. Die zusätzlichen Feature. Ja. Ja, also was eine Wallbox macht, mehr als eine schaltbare Steckdose. Das eine ist das, was wir gerade hatten, also dass man wirklich so die Leistung hoch und runter drehen kann. Bei schaltbaren Steckdosen ist es wirklich nur ein An und ein Aus. Und der Großteil sind halt wirklich so Sicherheitsfeature. Ne? Da sind dann irgendwie noch Fehlerstromgeschütze und Krams noch mit drin, die einfach, wenn ich mit 11 kW lade, ein ganz anderes Problem werden, wie wenn ich da einfach nur in Anführungszeichen 3 kW oder so drüber ziehe. Aber vom Prinzip ist das wirklich, also die Wallbox zu einer smarten Steckdose machen, ist, glaube ich, nicht sehr übertrieben. Also die sind meistens verhältnismäßig dumm, diese Wallboxen. Oft haben die noch einen Stromzähler mit drin, das ist auch ganz nett, aber smarte Steckdosen haben auch oft Stromzähler mit drin. So, ich habe noch eine Frage, ich glaube dann nächste, wir sind auch ein bisschen drüber. Ich kann schon weitermachen, weil ich brauche die Minuten zum Aufbauen. Direkt zum Anschluss an die Frage mit der schaltbaren Steckdose. Ich habe leider Gottes eine dumme Wallbox, die kann ich tatsächlich im Laufen, also ich kann die zwar so einen Dip-Schalter, ja, okay. Das wird ändern und ich habe den Dip-Schalter auch schon bei uns gelöst, dass ich also von außen verändern kann. Ich könnte jetzt wahrscheinlich sogar noch erledigen, wenn ich mache eine Mode, ja, wenn man 12 Minuten ein bisschen neu gutet und weiß der Geier was. Im Wesentlichen stelle ich jetzt halt ein, wenn es sehr sonnig ist, 5 Kilowatt laden, also vorladen und dann kann die von der Relais ausgemacht werden. Prinzipiell will euer Ding so was schon auch funktionieren. Oder? Genau, das geht auf jeden Fall. Also hat denn die dumme Wallbox, oft haben die sowas wie so ein, zumindest so ein Kontakt, so ein Steuerkontakt, mit dem man, also da macht man nicht, oder bricht man nicht die Stromverbindung, sondern, okay, genau, aber das würde funktionieren auf jeden Fall, da würde man die eher steckdosenartig steuern, ja. Ja, super, Dankeschön.